Hey, Reisefreund. Glaubst du, du könntest an einem Ort leben, an dem es fast 100 Grad unter Null ist? Ja, ich auch nicht. Du wirst es nicht glauben, aber es gibt Menschen, die extremste und entlegenste Orte ihr Zuhause nennen. Bevor wir diese Orte erkunden, klick kurz auf den großen roten Abonnieren-Button und klingel auch das kleine Glöckchen, denn so kommst du zu uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir Menschen sind eigentlich ziemlich widerstandsfähig. Wir können unter fast allen Bedingungen überleben, deshalb haben wir es geschafft, so lange hier auf Erden zu verweilen. Es ist schon eine Weile her, dass wir unser eigenes Essen jagen oder unseren Stamm vor Raubtieren und Eindringlingen schützen mussten. Die meisten von uns genießen heutzutage den Komfort von urbanem oder suburbanem Leben und verpackten Lebensmitteln. Spätestens am Ende der Straße finden wir ein Lebensmittelgeschäft. Aber es gibt auch heute noch Menschen, die an so abgelegenen Orten leben, dass es schwerfällt, sie zu finden, geschweige denn dorthin zu gelangen. Klingt das nach Spaß? Irgendwie schon. Beginnen wir mit einem Blick auf Nummer 1. Motuo, Tibet. Motuo bedeutet verborgene Lotusblume auf Tibetisch. Der Name ist ziemlich treffend, weil dieser Ort sehr an eine Blume erinnert, die fernab von neugierigen Blicken blüht. Es ist ein heiliger Ort in der tibetischen Kultur, sodass nicht jeder dort erwünscht ist. Falls du aber trotzdem Lust hast, diesen schönen Ort zu besuchen, musst du dich zunächst auf eine 4-tägige Wanderung durch die Berge vorbereiten. Zu Fuß. Es gibt keine Straßen, keine gepflasterten und auch keine ungepflasterten. Die Menschen in Motuo führen ein einfaches Leben und bauen Reis, Soja, Baumwolle und Sesam an. Es gibt etwa 12.000 Einwohner. Es ist also eine relativ große Gemeinde, die aber in verteilten Dörfern lebt. Du wirst also nicht viele Menschen sehen, die ihren täglichen Geschäften nachgehen. Nummer 2. McMurdo Station, Antarktis. Die Antarktis ist wahrscheinlich der abgelegenste Ort der Welt. Ursprünglich gab es an diesem Ort gar keine Einwohner, aber dann wurde ein Forschungszentrum errichtet, die McMurdo Station. Um dorthin zu gelangen, brauchst du natürlich eine besondere Genehmigung, die du nur bekommst, wenn du Wissenschaftler bist oder zum Militär gehörst. Aber sind wir doch mal ehrlich, bist du wirklich scharf drauf, deinen kostbaren Urlaub inmitten von klirrender Kälte und Eis zu verbringen? Außerdem bräuchtest du ein spezielles Flugzeug, das mit Skiern ausgerüstet ist, um dort landen zu können. Also schauen wir doch lieber mal, was unser nächstes entferntes Ziel zu bitten hat. Nummer 3. Pitcairn-Insel, britisches Überseegebiet. Die Pitcairn-Insel liegt 5310 Kilometer von Neuseeland entfernt, was man als ziemlich abgelegen bezeichnen kann, und ist die Heimat von nur 50 Bürgern. Also nicht ungefähr 50 plus minus, nein, nur 50. Es ist die Insel, auf der die Leute aus der berühmten Geschichte Meuterei auf der Bounty strandeten. Die Insel ist so isoliert und kaum bewohnt, dass die britische Regierung Menschen quasi überredet hat, dorthin zu ziehen. Gar kein schlechtes Angebot eigentlich. Schön hier. Obwohl es tausende von Kilometern von allem entfernt ist, ist die Insel unglaublich schön. Sie hat üppig grüne Hügel und Buchten mit kristallklarem Wasser. Wenn du also auf der Suche bist nach einem Ort, an dem du den Rest deines Lebens in einsamer Glückseligkeit verbringen kannst, bist du hier genau richtig. Nummer 4. Socotra-Insel, Jemen. Wenn du es schaffst, die Insel Socotra zu erreichen, wirst du dich wie in einem Science-Fiction-Film auf einem fernen Planeten fühlen. Das liegt wahrscheinlich an den außerirdisch aussehenden Drachenblutbäumen, die dort wachsen. Die Insel ist so isoliert, dass ein Drittel ihrer Pflanzen und Tierarten nirgendwo sonst zu finden sind, außer auf Socotra selbst. Dort leben etwa 40.000 Menschen. Was für uns aber unglaublich schockierend ist, die erste Straße wurde dort erst 2011 gebaut. Nummer 5. Kerguelen-Inseln. Dieser zu Frankreich gehörende Archipel ähnelt der Antarktis, weil es dort keine Ureinwohner gibt. Nur etwa 50 bis 100 französische Wissenschaftler und Forscher leben dort das ganze Jahr über. Du fragst dich, wie du dorthin kommen kannst?
Mit einem Schiff natürlich. Allerdings fährt nur 4-mal im Jahr ein Schiff zu dieser extrem abgelegenen Insel. Also, wenn du es schaffst, dorthin zu kommen, solltest du bereit sein, eine ganze Saison dort zu verbringen. Aber hey, du wirst genug Zeit haben, um die Sehenswürdigkeiten zu genießen, wenn es denn welche gäbe. Die Hauptinsel besteht nämlich nur aus felsigen Bergen und Gletschern. Daher ist es kaum verwunderlich, dass hauptsächlich Naturwissenschaftler sie faszinierend finden. Nummer 6. Oymyakon, Sibirien. Nur wenige hundert Kilometer vom Polarkreis entfernt trägt Oymyakon stolz den Titel der kältesten Stadt der Welt. Naja, es gibt definitiv etwas, worauf man stolz sein kann, wenn man die Kälte überlebt. Denn die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt weit unter Null und das bisher gemessene Rekordtief lag bei, mach dich bereit, -71,2 Grad Celsius. Es ist so kalt, dass sogar dein Atem in der Luft gefriert. Aber die Menschen, die dort leben, nennen diesen Ort Heimat und die Stadt gedeiht seit Jahrzehnten, trotz des rauen Klimas. Oh, und wegen dieser Kälte fliegen keine Flugzeuge nach Oymyakon. Dafür ist es einfach zu kalt. Die einzige Möglichkeit, dorthin zu kommen, ist also eine zweitägige Fahrt mit dem Auto. Nummer 7. Barrow, Alaska. Willkommen an einem Ort, an dem es nach Angaben der eigenen Bewohner mehr Karibu als Menschen gibt. In Barrow selbst gibt es keine Straßen und es gibt auch keine einzige Straße, die dorthin führt. Der einzige Weg, um in diese Einsiedlerstadt zu gelangen, ist mit dem Flugzeug von Anchorage. Und es gibt noch etwas Interessantes über Barrow zu sagen. Im Winter liegt die Stadt 65 aufeinanderfolgende Tage in absoluter Dunkelheit. Da kann man die Sonnenbrille direkt zu Hause lassen. Nummer 8. Itokuorto mit Grönland. Diese Stadt mit dem zungenbrecherischen Namen muss vom härtesten Einsiedler der Welt gegründet worden sein, denn sie ist unfassbar weit von jedem bewohnten Ort entfernt. Du kannst die Stadt nur vom grönländischen Flughafen aus mit dem Hubschrauber erreichen. So viel zur Erreichbarkeit. Dennoch, oder vielleicht sogar wegen dieser Situation, ist es ein ziemlich beliebter Touristenort. Aber nur, wenn du auf Extremurlaub stehst. Die 450 Einwohner der Stadt genießen Hundeschlittenfahrten und Camping. Das bieten sie Touristen auch als Service an, die von weit her kommen, um die Nordlichter und andere Naturwunder zu bestaunen. Nummer 9. Longyearbyen, Norwegen. Als nördlichste Stadt der Welt ist Longyearbyen, gelinde gesagt, wirklich kalt. Und das ist irgendwie auch klar, angesichts der Lage. Aber was wirklich überrascht ist, dass die Menschen tatsächlich gerne dort leben. Und sie sterben nie. Okay, das ist nicht ganz richtig, aber es ist den Menschen tatsächlich nicht erlaubt, dort begraben zu werden, weil sich die Körper in dem eiskalten Boden einfach nicht zersetzen. Stattdessen werden sie zur Bestattung auf das norwegische Festland gebracht. Die Häuser stehen auch auf Stelzen, damit sie nicht mitgerissen werden, wenn der Boden im Sommer schmilzt. Hast schon richtig gehört, der gefrorene Boden, auch Permafrost genannt, schmilzt. Natürlich nur die Oberfläche. Nummer 10. La Rinconada, Peru. Jetzt geht es weiter zur höchstgelegenen Stadt der Welt, La Rinconada. Sie liegt 4,8 Kilometer über dem Meeresspiegel in den Bergen Perus zwischen felsigen Bergmassiven, die ganzjährig mit Schnee und Eis bedeckt sind. Aber das ist noch nicht das Einzige, was diese Stadt schwer bewohnbar macht. Es gibt kein WLAN. Eigentlich noch viel schlimmer, es gibt auch kein fließendes Wasser, geschweige denn ein Abwassersystem. Und laut CNN leben 68% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Außerdem wirst du kaum in der Lage sein, die Stadt zu erreichen oder sie wegen der Armut zu verlassen, wenn du kein Auto besitzt. Es gibt keine Transportmöglichkeiten dorthin. Du musst also selbst die 6 Stunden von der nächstgelegenen Stadt dorthin fahren. Nummer 11. Iqaluit, Nunavut, Kanada. Obwohl Iqaluit wirklich isoliert ist, weil es 2092 Kilometer von Ottawa entfernt ist, gibt es 2 Möglichkeiten, die Stadt zu erreichen. Über Wasser und durch die Luft. Die Bewohner dieser nördlichen Stadt sind sehr stolz auf ihre Hauptattraktion, die Straße ins Nirgendwo. Es ist nämlich so, dass wenn du von der Stadt aus losfährst oder reitest, immer weiter und immer weiter, du mitten im Nirgendwo landest. Genial in seiner Schlichtheit.
Nummer 12. Tristan da Cunha, britisches Überseegebiet. Diese vulkanische Insel im Südatlantik gilt als der am weitesten entfernte bewohnte Ort der Welt. Diese Insel liegt 2804 Kilometer vom südafrikanischen Festland, nämlich von Kapstadt, entfernt und die 258 Einwohner leben dort glücklich. Es ist quasi eine große Familie, denn es gibt insgesamt nur 9 verschiedene Nachnamen. Weil es britisches Überseegebiet ist, ist die offizielle Sprache Englisch, aber die Einheimischen haben ihren eigenen Dialekt entwickelt. Das ist auch irgendwie verständlich, denn der Input von außerhalb ist sehr gering, weil nämlich nur 3 Boote von Kapstadt aus dorthin fahren. Jedes Boot fährt 3-mal pro Jahr. Falls du also diesen bewohnten Vulkan besuchen willst, solltest du unbedingt deine Reise im Voraus planen. Also, Sonnenseite, würdest du an so einem abgelegenen Ort leben wollen oder fühlst du dich wohl da, wo du gerade bist? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Denk dran, dem Video ein Like zu geben, wenn es dir gefallen hat, und klick auf Abonnieren, denn so bleibst du bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.